Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 16. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung. Da geht es um die Seveso III-Richtlinie. Ich spare mir das jetzt. 20/1620 zu 20/1057. Berichterstatterin, na, das hätte uns ja doch zusammengeführt. Berichterstatterin ist die Kollegin Feldmeier, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Ja, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zum Gesetzentwurf der Landesregierung. Seveso III-Richtlinie. Beschlussempfehlung. Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, Freie Demokraten, DIE LINKE, Enthaltung AfD. Vielen Dank. Vielen Dank, verehrte Frau Kollegin. Ich komme damit zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in der Fassung der eben vorgetragenen Beschlussempfehlungen. Wer für die Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der LINKEN, die Fraktion der SPD, die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen, die Fraktion der CDU und die Fraktion der Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Dagegen ist niemand. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der AfD enthält sich der Stimme. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben. Herzlichen Dank.